Ja, moin Leute, heute gibt es ein neues Video und zwar wollte ich heute einmal die Frage klären, lohnt sich überhaupt der Kauf einer Rupes LR15 oder LR21 Mark III? Das ist ja die neue Poliermaschine von Rupes, die noch ein bisschen spezieller und noch ein bisschen besser werden soll und der Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Viel Spaß mit diesem Video. Die neue Rupes, also ich habe jetzt hier nur die 315er, LR15, Mark III, Mark II und die normale ES. Das ist ja schon die erste Version, das ist die zweite Version und das ist die dritte Version. Bei der LR15 Mark III, die ist ja circa Januar 2019, also diesen Jahres oder Dezember, vielleicht auch bei manchen schon rausgekommen. Und ich dachte mir, ich drehe erstmal ein Video, nachdem ich sie komplett getestet habe. Das ist jetzt auch schon unser Leihgerät. Ich habe die erst verwendet und anschließend getestet. Habe die erst jetzt seit 2 Monaten am Testen. Habe einige Autos schon damit poliert, um hier mal so einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Einige Kunden haben damit auch schon gearbeitet. Ich denke mal, es lässt sich schon ein bisschen was dazu sagen. Ja? Das Ding ist, hier ganz an der Seite ist noch meine allererste Poliermaschine und zwar für die Leute, die mich schon seit Anfang an verfolgt haben, das ist meine allererste Poliermaschine überhaupt in meinem ganzen Leben gewesen, eine Rupes LR15 ES. Das war damals 2013, steht auch immer auf diesem Etikett, zeige ich euch gleich nochmal mit drauf. Die aktuellste Poliermaschine, die habe ich mir im DLX-Kit gekauft, habe auch die Polituren und die Polierpads mit dazu genommen und hatte noch ein A6 in Delfin Grau. Hat relativ gut funktioniert, aber nicht so der Killer. Es hat leider an den Polituren gehapert. Das haben wir ja irgendwann gelöst. Die Maschine an sich hat aber selber schon mindestens 200 Autos poliert. Möchte ich jetzt einfach mal so behaupten. Ne? Und ihr seht, die sieht zwar schon echt mitgenommen aus, und das ist noch die alte mit dem roten Griff, aber sie lebt immer noch. Ja? Also, und das ist für mich persönlich ein Zeichen dafür, dass Rupes keine Marke ist, die jetzt einfach mal so Poliermaschinen auf den Markt wirft und dass die nach der Garantiezeit 2, 3 Jahre, was weiß ich, was auch immer, dann kaputt gehen, sondern dass sie wirklich verdammt lange halten. Ja? Also das ist auf jeden Fall schon ein sehr geiles Teil. Das ist die normale ES. Das ist so gesehen die weiterentwickelte ES mit dem neuen Griff und etwas neueres Design. Dann ging es mit der LR15 Mark II weiter. Die hat dann eben oben dieses Stoßpad mit dabei. Die hatte schon eine andere Elektronik und ein anderes Drehzahlband mit drin. Wir werden das gleich nochmal genau in den technischen Daten prüfen. Und die LR15 Mark II war aber, das weiß ich auf jeden Fall aus sehr sicherer Quelle, wurde entwickelt dadurch, dass Rupes in den amerikanischen Markt gegangen ist und die haben 110 Volt oder 100 Volt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall keinen 230 Volt. Daher mussten die Maschinen einmal komplett geändert werden und dadurch haben die gleich eine neue Version gebastelt mit einem neuen Drehzahlband. Ja, dadurch ist, glaube ich, erst im Großen und Ganzen die Mark II entstanden. Wichtiger Vorteil noch, das Kabel ist länger. Ihr seht das bei den heutigen S, ist es auch schon 9 Meter. Ist eigentlich jetzt bei allen Maschinen 9 Meter. Bei meiner alten Maschine seht ihr das, ja, das sind vielleicht 3 oder so. Ne? Also das war echt immer blöd, hat man auch gemerkt. Ich habe immer mit Verlängerungskabel gearbeitet. Das gibt es heutzutage aber nicht mehr bei den aktuellen Maschinen. Ja, und vor kurzem kam eben die Mark III raus. Ich möchte euch einfach nochmal erklären, lohnt sich für euch der Kauf überhaupt einer Mark III, wenn ihr schon eine Mark II oder S habt oder wenn ihr euch eine neue Maschine kaufen möchtet? Ja, es ist nicht immer sinnvoll, sich gleich das Neueste zu kaufen. Kann geil sein, muss aber nicht unbedingt. Ne? Also, es gibt nicht großartig viele Unterschiede. Wir werden das jetzt nochmal kurz in den technischen Daten einmal analysieren. Beginnen wir einmal mit den technischen Daten. Die technischen Daten blende ich euch jetzt von euch aus links ein. Ich habe mir die hier nochmal aufgeschrieben oder beziehungsweise ausgedruckt. Ihr könnt die selber auch nochmal bei Rupes auf der Website nachlesen. Ja, bei den technischen Daten ist es so, dass alle, also jetzt nenne ich erstmal nur die gleichen Daten, alle haben einen 125 mm Stützteller. Ja, das ist der hier, Backing Plate heißt der bei den meisten. Dann eine Umlaufbahn von 15 mm, hierbei nennen die den Hub, ja, alle sind LR15, das heißt, die haben 15 mm Hub, da ändert sich auch gar nichts. Alle haben 500 Watt, auch alles gleich. Dann geht es weiter, das Gewicht ist anders und die Umdrehungszahl ist anders. Wir gehen erst nochmal weiter zum Stützteller, die haben alle in einem 8 Stützteller, für die gibt es ja auch noch 3 verschiedene Stütztellerarten, hart, mittel, weich. Ja, gibt es aber als Zubehör, aber der drauf ist, reicht in der Regel vollkommen aus.
Die Kabellänge ist hier 9 Meter und die ist jetzt aktuell bei fast allen, also bei den aktuellen Geräten, alle bei 9 Meter. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Bei der ES, bei der ersten Version, haben wir ein Drehzahlband von 2000 bis 5000 Umdrehungen pro Minute. Bei der Mark II haben wir schon 2500 bis 5300 Umdrehungen pro Minute. Und bei der aktuellen Mark III haben wir ein Drehzahlband von 3000 bis 5200 Umdrehungen pro Minute. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, und zwar ist das in der Art wie ein Getriebe. Ja, das ist ein Getriebe, das hat auch nicht direkt was mit der Leistung zu tun. Man merkt es direkt beim Polieren, ja, wie die anläuft, wie sie weiterläuft, wie stabil sie auf jeden Fall fährt. Man merkt das bei der Mark III auf jeden Fall schon stärker, dass sie ein bisschen mehr Kraft hat und auch ein bisschen schneller ist, bei 15 mm Hub natürlich. Das Gewicht ist auch noch unterschiedlich, und das Gewicht ist relativ ausschlaggebend, besonders beim Polieren, wenn man jetzt gewerblich poliert. Das Problem ist eben, dass diese Maschinen, umso mehr die wiegen, umso anstrengender wird das. Ja, und umso mehr muss man eben versuchen, die auszugleichen. Bei Rubis-Poliermaschinen ist es Gott sei Dank so, dass die vorne wie hinten relativ gleich wiegen. Das heißt, wenn ich die in die Mitte nehme, dann haben wir hier irgendwo einen kleinen Mittelpunkt, ja, genau hier. Und dann kippt das Ganze eben. Ja, also das heißt, ich kann auf jeden Fall auf einem Finger das Ganze nehmen und die bleibt relativ gerade. Ja, und das ist besonders wichtig bei den Profi-Poliermaschinen, wenn man damit lange arbeiten möchte und eben um den Anpressdruck gleichmäßig auf dem Polierpad zu verteilen, muss man die Maschine eben gerade halten. Gut, kommen wir nochmal anders drauf ein. Ist aber eine relativ wichtige Sache für die gewerblichen Aufbereiter. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit, und zwar bei dem Gewicht ist es eben so, dass die ES, die wiegt 2,6 Kilogramm, noch relativ schwer. Die aktuelle Mark II wiegt 2 Kilogramm und die Mark III wiegt jetzt 2,6. Das heißt, sie ist so gesehen wieder schwerer geworden. Hier war sie schwer, leicht, noch schwerer. Ich denke mal, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass dieses Drehzahlband ein bisschen höher schon von Anfang an ist und dass ein bisschen mehr Technik verbaut ist. Wir haben hier einen anderen Schalter und noch viele andere Dinge. Die vergleichen wir jetzt aber gleich nochmal. Ja, ansonsten 2,6, 2,6. Gut, das waren die technischen Daten, die sind aber relativ ähnlich und man sieht verhältnismäßig wenig daraus, was die Poliermaschinen eigentlich so können oder wo jetzt wirklich der Unterschied ist. Ja, und jetzt werden wir uns die nochmal in der Nahansicht ansehen. Also, wie ihr erstmal schon mal unschwer erkennen könnt, ist bei der ES kein Gummipuffer drauf. Das heißt, wenn man die Maschine jetzt zum Beispiel auf die Seite legt, ist sie gerade, ja, und es geht so gesehen nichts kaputt, beziehungsweise sie kann auch nicht umfallen. Bei der ES ist das schon wieder ein bisschen was anderes. Sie sitzt zwar auch, aber sie ist ein bisschen wackelig. Ja, das ist nur ein ganz kleines Gimmick. Es soll so gesehen, auch die ES soll so gesehen ein Wettbewerb zu den China-Maschinen sein, sage ich jetzt mal so. Aber die Qualität ist dennoch extrem gut. Ja, darauf kommen wir auch nochmal zu meinem Fazit später. Hinzu habt ihr eben bei allen die gleichen Kappen. Ja, also diese Carbon-Wassertransferdruckkappe habt ihr bei der ES und bei der Mark II. Und bei der Mark III habt ihr schon diese gummierte Kappe, die sich auf jeden Fall durch die Ergonomie auf jeden Fall schon mal besser greifen lässt. Also man merkt es auch in der Hand, ja, weil man hat ja mit der Hand die ganze Zeit hier, fässt man die ganze Zeit an und man merkt es auf jeden Fall, dass man hier mehr Grip hat. Ansonsten sind noch verschieden das Drehzahlband oben auf den oben auf dem Gehäuse, ne, da könnt ihr eben nochmal ablesen, welche Stufe welches Drehzahlband hat. Ist schon mal ganz gut. Ihr seht auch selber, das Drehzahlband ist hier ausgeglichen, es geht gleich hoch von 3000 auf 5200. Ich versuche das nochmal ranzuzoomen. Genau. Und hier ist es eben von 2500 zu 5300. Also geht erst langsam los und dann geht es eben schneller. Ja, hinzu, ganz wichtige Merkmale sind eben noch, dass das Rupes-Logo jetzt nach hinten gewandert ist. Wie ihr hier nochmal unschwer erkennen könnt, Rupes-Logo ist an der Seite, hier auch. Und hier hat das eben schon, seit es die LK900E gibt, das heißt die Mille, das ist ja schon wieder eine ganz andere Poliermaschine, seitdem gibt es dieses Rupes-Design. Ja? Die haben hier eben so eine weiße Linie, die geht ja auch auf der anderen Seite weiter und hier eben an der Seite das Rupes-Logo. Ja. Hinzu seht ihr nochmal auf der Unterseite, dass die Griffe bei der Mark III und bei der Mark II auch nochmal unterseitig gummiert sind, bei der normalen ES nicht. Jetzt seht ihr auch nochmal, dass alle Stütztellergrößen gleich sind, alle Hub gleich und der generelle Abstand zwischen der Sicherheitslippe und dem Stützteller sind auch identisch. Da gibt es keine direkten Unterschiede.
Jetzt kommen wir eigentlich nochmal zu dem wichtigsten Unterschied, und zwar ist das der aktuelle Griff. Den Griff, den gab es bei der Mille nämlich auch schon, den haben die jetzt auch für die Mark III verwendet, für die 21 und für die 15er. Das ist ein Griff, bei dem der nicht einfach nur bedruckt ist, sondern ihr könnt selber ablesen, wie tief ihr den reindrücken könnt. Ist jetzt für die Neulinge ganz wichtig. Aber der wichtigste Punkt ist hierbei, ihr könnt die Drehzahl teilweise schon über diesen Griff steuern. Ja, das ist so ähnlich wie euer Gasgriff vom Auto. Ihr drückt wenig rein, gebt wenig Gas. Ihr drückt viel rein, gebt viel Gas. Bei den anderen Maschinen ist das was anderes, und zwar haben die nur einen An- und Ausschalter. Ja? Das heißt, entweder macht ihr die an oder aus. Ihr hört es auch schon am Klicken, ich bin noch mal kurz leise. Ja, und das ist eben der stufenlose Schalter, und das ist eben einfach nur ein An- und Ausschalter, ja? Bei dem ihr die Drehzahl hier oben reguliert und ihr sagt, alles klar, ich will genau die Stufe anhaben. Hier könnt ihr die Drehzahl regulieren und sagt, alles klar, ich will erstmal langsam anfangen, jetzt mache ich Gas, oh, ich habe eine Wölbung, ich gehe ein bisschen langsamer, ist eben fürs Handling auch eine ganz gute Sache. Das heißt, ES und Mark II sind gleiche Schalter, und bei der Mark III ist schon wieder ein neuer Schalter. Genauso wie der Schalter hat sich eben auch oben das Drehzahlrädchen verändert. Erstmal ist besonders wichtig zu sehen, dass hier größere Schlitze sind, das heißt eine größere Öffnung, damit die Kühlung schneller läuft. Wir haben öfter mal Probleme mit den Maschinen, also ich selber auch. Wenn man ca. 3-4 Stunden lang damit durchpoliert, dann werden die schon wirklich sehr warm. Ist jetzt nicht schädlich, ist aber besser, wenn sie umso kühler sind. Ja, ist fürs Polierpad auch besser und so weiter und so fort. Das wurde schon ein bisschen besser gemacht bei der LR15 Mark III. Und ihr seht selber schon, hier oben gibt es auch nochmal einen Gummipuffer. Ja? Hier war das nämlich durch dieses Kunststoffoberteil, war die Auflagefläche eben gesteuert. Jetzt habt ihr auch nochmal einen Gummipuffer. Ist immer gut, weil die haben natürlich gesehen, dass die meisten Aufbereiter die Maschinen auf den Boden legen oder eben einfach nur so stumpf auf glatte Flächen. Das heißt, so kann nichts passieren. Es kann nichts umkippen, ja? Das Polierpad kann nicht dreckig werden, und es ist ideal. Hinzu, der Schalter ist einfach nur noch ganz normal stufenlos. Im Gegensatz hierzu habt ihr eben so kleine Anschlagpunkte. Ja, seht ihr immer halbe Anschlagpunkte. Somit könnt ihr die Drehzahl immer genau steuern. Ja. Und hier ist es eben so, der ist stufenlos, ist nicht ganz so cool, geht aber auch. Ja. Und dann könnt ihr zum Beispiel 4 sagen, könnt anmachen und dann geht's los. Hier zum Beispiel auf 6, ihr könnt den Schalter langsam drücken, er geht langsam los und geht dann los. Was alle drei Maschinen aber noch gleich haben, ist die Anlaufautomatik. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel drückt, dann geht die Maschine erst langsam an und wird dann schneller. Das hat den großen Vorteil, dass ihr beim Polieren, wenn ihr zum Beispiel noch Frischpolitur auf dem Polierpad habt, das Ganze nicht durch die schnelle exzentrische bzw. Rotationswirkung schnell nach außen fliegt. Das ist der ganz große Vorteil. Das haben die meisten aber, also eigentlich schon alle Maschinen. Ja? Da gibt es eigentlich gar keine mehr ohne. Ist aber immer noch nützlich zu sagen, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig beim Polieren. Das waren erstmal die Basics und die technischen Daten und welche Unterschiede es generell bei den Poliermaschinen gibt. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal mit der Praxis testen. So, im Praxistest verwenden wir die LR15 Mark III. Wir werden vom Polierergebnissen keinen Unterschied feststellen. Ich kann euch das zu 1000% versichern. Es ist eine Art Prozessoptimierung. Also ihr könnt ein wenig schneller damit arbeiten, aber sehen würden wir jetzt auf der Lackoberfläche nichts. Aber damit ihr mal seht, wie die Maschine in Action aussieht, habe ich das nochmal im Praxistest dann durchgeführt. Nochmal ein kleines Gimmick hier. Es gibt seit neuestem bei Rupes diese Kabelhalter. Ja, die sind eigentlich ganz praktisch. Original von Rupes auch. Ne? Ich guck mal kurz, ob das zoomt. Genau. Die könnt ihr eben ja, festmachen und dann eben wie so eine Art Kabelbinder zuziehen, aber auch wieder öffnen. Ideal natürlich für die Kabel und sowas, ja, kleines Gimmick. Kann man haben, muss man nicht. Ja, und dann testen wir mal die Mark III. Zur Demonstration nehme ich auch nur das weiße, also das sehr weiche Pad und die Menzerna 3500, also eine Hochglanzpolitur. Weil ich jetzt hier kein Polierergebnis erzählen möchte, möchte einfach nur ein bisschen demonstrieren, wie die Maschine arbeitet. Ja, da brauchen wir auch nicht wirklich viel. Ja, und dann legen wir auch schon mal gleich los. Ich versuche das mal mit rechts zu machen. Ich poliere eigentlich mit der anderen Seite, aber es geht eigentlich auch so. So, machen wir mal auf 3. Und jetzt achtet mal bitte darauf, wenn ich den Griff langsam durchziehe und die Maschine auch dementsprechend langsam losgeht. Und jetzt drücke ich eben weiter. Und kann währenddessen wieder zurück und wieder Gas. Und das ist eben sehr vorteilhaft, wenn ihr jetzt auch zum Beispiel auf 6 schaltet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an Wölbungen kommt,
dafür ist es eben auch sehr praktisch und wie gesagt auch noch ein Hinweis zur Prozessoptimierung. Wenn ihr zum Beispiel in Wölbung kommt, könnt ihr eben langsamer werden und wenn ihr dann wieder auf glatte Flächen geht, könnt ihr wieder schneller werden. Ja, und das ist eigentlich auch schon das Maximale, was ich in der Praxis zeigen kann. Ich könnte maximal noch zeigen, dass das Gerät eben selber auch so steht. Ja, also jetzt so, wenn man das Ganze jetzt abstellen würde. Ja, ansonsten sind die Praxissachen nicht großartig unterschiedlich. Ne? Ja, vielleicht noch die Ergonomie, also wie man das Ganze hält. Man merkt es auf jeden Fall hier vorne, man hat auf jeden Fall deutlich mehr Grip. Und das ist in manchen Lagen auch ganz gut, besonders wenn man zum Beispiel so arbeiten sollte, das heißt Türen und Heckklappe zum Beispiel. Dann ist das meistens auch relativ angenehm. Ja, und ansonsten gibt es nicht großartig viel zu sagen. Ihr seht aber auch selber schon, die Maschine läuft echt 1A, hat einen ruhigen Lauf. Ich habe sie natürlich auch gerade gehalten und das ist eben der große Vorteil. Aber das machen eigentlich alle LR15. So, und jetzt machen wir nochmal die ES am besten. Bei der ES habe ich auch wieder diese Klammer dran. Und dann könnt ihr das zum Beispiel auch so absetzen, wie ihr es auch gerade seht. Aber es hält eben nicht so gut. Eigentlich geht's. Es ging bisher auch immer, aber es ist natürlich nicht so stabil im Gegensatz zur Mark 3. Ne? Da muss ich schon mit Kraft irgendwie hin und her wippen, damit es umkippen könnte. Das ist hier schon ein bisschen was anderes. Ja, aber es funktioniert wie gesagt auch. So, jetzt gleiches Pad. Ja, weiches Pad, Politur ist noch drauf, brauchen wir nichts machen. So, und jetzt müssten wir eben auch genau die Stufe einstellen, die wir dann eben auch maximal haben wollen. Ja? Ich nehme jetzt einfach mal 3. Und dann polieren wir einfach mal. Ich kann nur an- oder ausschalten, das heißt Vollgas oder nichts. Und wie ihr selber schon mitbekommen habt, die läuft eben langsam an und geht dann schneller los. Das können aber so in der Form alle Maschinen. Ja? Also das ist heutzutage auch nichts Neues mehr. Und ihr müsst dann eben während der Fahrt, wenn ihr den Schalter gedrückt habt, die Drehzahl höher stellen. Wenn ihr zum Beispiel auch an Wölbung oder glatten Flächen seid, glatte Flächen volle Power und Wölbung eben geringe Power. Ja? Also, das heißt, auf 5 und drücken. Ja, und das war eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk. Die Mark II arbeitet 100% identisch genauso. Das kann ich euch versichern. Wie gesagt, vom Pulli-Ergebnis sind alle relativ ähnlich und alle relativ gleich. Ich schaue jetzt nochmal selber, aber wir werden hier nicht viel erreicht haben. Ja, also auf der Motorhaube, das ist eine Schwarz-Uni-Motorhaube, aber das schauen wir uns jetzt auch nochmal kurz an. Jetzt nicht, dass es großartig zur Sache getan hätte, aber ich poliere das Ganze jetzt nochmal aus. Ja, mit dem Dope Fibers Mikrofasertuch natürlich. Nehme jetzt hier das Rot eigentlich für einen Cut, aber wäre jetzt hier auch nicht so wild, weil wie gesagt, wir machen hier sowieso nichts nach Linie. So, und jetzt können wir nochmal nachschauen, ob das wirklich auch etwas gebracht hat. Und unter der Lackkontrolllampe, ja, sehen wir selber schon da einen Unterschied. Ja? Ihr könnt schon mal gucken, so sah es vorher aus. Und ich habe jetzt mir überhaupt gar keine Mühe gegeben. Jetzt nur zur Demonstration der LR15. Weil viele fragen ja auch immer, ja, welche Poliermaschine soll ich mir denn als erstes kaufen? Ja, die LR15, ist doch klar. Ne? Die hat 15 mm hoch, 130er Stützhalle, mit der kannst du wirklich alles machen. Ne? Es ist ja wirklich so. Ja, aber viele kaufen sich eine 21er als erste Maschine. Kommt natürlich darauf an, was ihr natürlich macht. Aber ihr seht selber schon, Lackunterschied schlecht. Und hier nur mit der Hochglanzpolitur auf Schwarz-Uni. Hier wird es natürlich schlecht, weil hier war ich noch nicht. Aber hier, ja, ist schon okay. Jetzt nicht geil, ne? Weiß ich auch, ja. Aber vollkommen okay. Ja, und das war eigentlich das Polierergebnis. Wie gesagt, mit der LR15 kann man eigentlich immer noch am besten arbeiten. Ja, mein Fazit, nachdem ihr das ganze Video gesehen habt und nachdem ihr auch alle drei Geräte in der Praxis gesehen habt, möchte ich einfach nochmal meine Meinung dazu erzählen. Die Mark III hätte nötig sein können, müsste aber nicht unbedingt, weil ich finde, die Mark I oder auch generell die Mark II sind relativ schon ausgearbeitet. Ja? Also klar, es sind nur Nuancen, das ist wie, sag ich mal, wenn ihr euch ein Auto kauft mit Vollausstattung oder eben nicht mit Vollausstattung, mit DSG oder ohne DSG. Okay, ist vielleicht manchmal unterschiedlich. Also,
Jetzt wollt ihr natürlich wissen, ja, ich habe eine neue Poliermaschine, was für eine Poliermaschine soll ich mir kaufen? Wenn ihr eine private Person seid, ihr möchtet nur euer Auto polieren oder möchtet nur eure eigenen Autos polieren, dann würde ich euch eine günstige ES vorschlagen, weil sie kann einfach, ja, sie kann extrem viel arbeiten. Ja, ich arbeite meistens auch noch mit der ES, weil ich es einfach sehr stark gewohnt bin. Wenn ihr sagt, alles klar, mir ist das Geld ehrlich gesagt egal, ja, ich gebe die 100, 200 Euro mehr aus, dann kauft euch eine Mark III. Falls ihr die später nicht mehr brauchen solltet, ist die auf jeden Fall hinterher immer noch beim Wiederverkaufswert immer mehr wert als eine normale ES, was natürlich klar ist. Das aktuelle Modell ist immer, ja, wie soll ich sagen, gehypt. Ja. Ansonsten würde ich euch gar nicht eine LR15 Mark III empfehlen, weil als Privatperson würdet ihr die selber so gar nicht ausnutzen. Ja. Wenn ihr gewerblicher Aufbereiter seid und ihr einige Autos im Monat an Durchlauf habt, sagen wir mal über 20, 30 Autos, dann würde ich euch schon eine Mark III empfehlen, weil es ist das neueste Modell. Ihr könnt eben mit dem Schalter relativ schnell regulieren und das Geld ist eben bei euch relativ gut investiert. Ja, für eine Privatperson ist es nicht so sinnvoll, einige hundert Euro für so eine Poliermaschine auszugeben, wenn ihr die sowieso nur ein paar Mal im Monat benutzt, ja? Oder ein paar Mal im Jahr. Bei gewerblichen Aufbereitern ist das schon ein bisschen was anderes. Ansonsten gibt es nicht großartig viele Unterschiede und der Kauf einer Rupes LR15 Mark III, finde ich, lohnt sich nicht unbedingt, ja, wenn man nicht unbedingt das mehr Geld ausgeben möchte. Wenn ihr das natürlich machen möchtet, ist es gar kein Problem. Wir haben die selber aber auch im Shop. Ja. Wir sind ja selber Rupes-Händler und verkaufen die Marke. Ansonsten habe ich selber schon lange damit gearbeitet. Ich denke mal, ich habe schon relativ viel Erfahrung, besonders was die Maschinen angeht. Und ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu den Maschinen habt oder zu den anderen Sachen, ja, schreibt mir natürlich gerne. Wichtig hierbei nochmal zu sagen, der Washer-Mod. Das haben viele noch nicht verstanden. Den Washer-Mod, den blende ich oben nochmal kurz einmal mit ein. Das Video könnt ihr euch eventuell auch anschauen. Das ist nämlich das heutige Problem immer noch. Und zwar durch diese Zwangsrotation oder durch die exzentrische Wirkung und durch diese Gummilippe wird verhindert, dass so gesehen der Stützteller mehr Spin bekommt. Das heißt, wenn ihr eine neue Maschine habt keinen Washer-Mod drauf, dann hat die, ihr könnt mit der polieren und könnt mit der arbeiten, wenn ihr gewerblicher Aufbereiter seid und ihr einen hohen Cut braucht, dann solltet ihr diesen Washer-Mod einarbeiten. Die Garantie verfällt dabei natürlich, tritratralala und so weiter und so fort, aber man muss dazu sagen, sie spinnt eben mehr. Ich habe hier schon seit immer den Washer-Mod drauf, ihr seht das daran, dass ihr den Stützteller einfach dauerhaft drehen könnt. Nach normalem Verschleiß, wenn diese Gummilippe irgendwann abgearbeitet ist, dann wird das automatisch kommen. Ja? Aber für den Anfang ist es eben so, der Washer-Mod arbeitet eben ein bisschen schneller dann dafür. Ne? Bei der Maschine ist es eben so, ihr seht das, ich versuche zu drehen, sie bremst immer. Das ist diese Gummilippe, die oben bremst und das ist bei der Mark III genau das gleiche Problem. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr großartig viel zu sagen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu den Rupes-Poliermaschinen, zu irgendwelchen anderen Sachen, stellt die natürlich gerne. Ich werde demnächst nochmal ein Video drehen über alle Poliermaschinen von Rupes und werde euch das nochmal alles zeigen. Viel Spaß!